Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute ist Samstag und ich mache wieder den Wochenrückblick. Es gibt ja wieder einige spannende Themen. Aber, meine lieben Damen und Herren, morgen ist der Supertag des Jahres, nämlich der 15. Mai 2022. Monatelang wird dem Datum entgegengefiebert. Es ist die Landtagswahl, die wird ja auch als kleine Bundestagswahl bezeichnet, denn immerhin sind 18 Millionen Bürger die vierte oder das größte Bundesland in Deutschland, ist nun mal Nordrhein-Westfalen. Hier werden wichtige Entscheidungen getroffen, die natürlich auch Berlin betreffen. Auch Berlin guckt heute sehr gespannt auf die Wahl, die morgen stattfinden wird. Heute finden nochmal die letzten Auftritte von Ministerpräsident Wüst und Herausforderer Kutschaty von der SPD und Herr Lindner ist hier in Düsseldorf und Herr Stamp ebenfalls in Düsseldorf, die nochmal ihre letzten Wahlkampfreden halten. Es gibt Straßenwahlkampf von der SPD in Essen mit Herrn Kutschaty und so weiter. Also alle sind nochmal sehr aktiv, um die Wählerstimmen zu bekommen. Aber nicht vergessen, die Wahl ist ja schon zu einem Teil entschieden, denn die Menschen wählen ja schon seit Wochen. Die Briefwahl wird ja immer spannender und immer größer, immer prozentual. Wächst sie, weil die Menschen nicht wollen oder keine Lust haben, in die Wahllokale zu gehen. Auch vielleicht spielt Corona eine Rolle. Aber deswegen ist schon jetzt ein Teil der Wahl gelaufen. Bin gespannt, wie es morgen wird. Es soll ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben zwischen Ministerpräsident Wüst und Herrn Kutschaty von der SPD, ehemaliger Justizminister, und Ministerpräsident Kraft. Damals war das Bündnis 2017 abgewählt worden. Rot-Grün haben das Land vor die Wand gefahren. Wir waren Letzter im Ranking der Bundesländer. Es gab keinen Schul- und Lehrerentwicklungsplan. Die Schulpläne waren katastrophal. Wirtschaftlich ging es bergab und das hat Rot-Grün verursacht. Und die schwarz-gelbe Regierung hat das einigermaßen versucht zu korrigieren. Die Digitalisierung ist stecken geblieben. Andreas Pinkwart, der Wirtschaftsminister, erzählte uns kürzlich, dass als er zurückkam in das Wirtschaftsministerium, hat sich nichts geändert seit 2012, kein einziger Fortschritt festzustellen. Und da war es viel zu tun. Da sind 5 Jahre dazu kurz. Also, wie sieht's aus? Die Prognosen sagen Kopf an Kopf rennen, CDU liegt leicht vorne, SPD etwas schwächer, aber einer von den beiden wird ja Ministerpräsident. Es gibt also eventuell eine schwarz-grüne oder eine rot-grüne Regierung. Für die schwarz-gelbe Regierung reicht es nicht mehr. Die FDP wird mit 6% gelistet, die SPD 28, CDU 31, die Grünen werden ihr Rekordergebnis einfahren, wahrscheinlich zwischen 16 und 18%, aber vielleicht noch mehr. Die AfD wackelt so um die 5%-Kurve und die Linke ist völlig unwichtig. Die wird bei 2 oder 3% landen. Also, was gibt es für Möglichkeiten? Ich denke, es wird auf Schwarz-Grün hinauslaufen. Rot-Grün ist auch denkbar. Oder es gibt eine Ampel, wie in Berlin, vielleicht auch Jamaika, je nachdem, wie die Koalitionsverhandlungen laufen. Man rechnet nicht vor Sommer mit einer Entscheidung, welche Koalition das Land regieren wird. Es ist sehr spannend. Bitte gehen Sie morgen wählen. Ein wichtiger Tag für unser Land, aber auch für Deutschland. Vor einer Woche hat ja Daniel Günther einen sehr klaren Erdrutschsieg für die CDU eingefahren in Schleswig-Holstein. Er hat 43,4% geholt. Eine reine Daniel-Günther-Wahl. Ob es in Nordrhein-Westfalen eine Wüst-Wahl gibt, weiß ich nicht, weil Wüst ja erst seit einem halben Jahr Ministerpräsident ist. Er war vorher Verkehrsminister der CDU. Laschet hat ihm ja vorgeschlagen, nach seinem gescheiterten Versuch Kanzler zu werden. Er ist jetzt Bundestagsabgeordneter in Berlin für Außenpolitik zuständig. Also Daniel Günther, ein hervorragender, extrem beliebter Ministerpräsident. So eine Verlegenheitslösung gewesen noch vor der letzten Wahl. Und jetzt ist er der Star der CDU, wird als zukünftiger Kanzler gehandelt. Alles noch viel zu früh. Die SPD ist abgestürzt mit minus 11,4%. Die Grünen haben um 5,4% zugelegt. Die FDP hat auch 5,1% verloren. Die AfD ist raus aus dem Landtag. Sie haben nur 4,4% geholt. Dafür aber der südschleswige Wählerverbund, die haben 5,8% geholt und sind auch im Landtag. Günther will erstaunlicherweise Jamaika fortsetzen, müsste er gar nicht. Er hat eine Mehrheit mit den Grünen, aber er findet das gut, mit der FDP zusammenzuarbeiten und möchte Jamaika fortführen. Ob das Sinn macht, ist eine andere Frage. Ich persönlich halte das für falsch, weil die FDP, da sie keine Entscheidungsmacht hat, dort nicht viel bewirken wird. Sie muss alles mittragen, was Schwarz-Grün dort verhandelt. Ob das ihr Gute ist, eine andere Frage. Also ich
fände es nicht gut, wenn Jamaika sich fortsetzt, aber das wird Daniel Günther besprechen, mit welchen Folgen, da müssen wir abwarten. Die Grünen nennen den Preis fürs Regieren. Sie sind ja bärenstark zurzeit, die können vor Kraft kaum laufen. Annalena Baerbock treibt die Medien vor sich her. Robert Habeck als Wirtschaftsminister hat die Gasprobleme zu lösen und auch da ein wichtiger Posten, der jeden Tag in den Medien ist und die Menschen umtreibt. Also die Grünen haben einen unglaublichen Aufwind, weil sie die emotionalen Themen besetzen, die andere nicht so gut besetzen. Aber sie sagen, wenn wir regieren, wollen wir das Wahlalter auf 16 Jahre herabsetzen. Ja, liebe Grünen, dann bitte aber auch das Straffähigkeitsalter auf 16 Jahre herabsetzen. Wer wählen darf, muss auch strafmündig sein. Das wird vergessen. Ich bin dagegen, weil mit 16 ist man weder strafmündig noch in der Lage, eben eine Entscheidung zu treffen, welche Partei man wählen soll, mit allen Konsequenzen für die Zukunft eines Landes. Dann sollen 30% der Wohnungen sozial gefördert sein. Dann soll der Mindestabstand für die Windräder gekippt werden. Nordrhein-Westfalen ist kein Windland, wie wir alle wissen. Trotzdem sollen hier Windräder gebaut werden. Im letzten Jahr waren es 24. Damit sind wir in Deutschland, glaube ich, einer der ersten Länder oder das erste Land. Oder Schleswig-Holstein, glaube ich, ist noch ein bisschen besser mit einem Windrad mehr. Dann sollen Solaranlagen auf jedes Haus. Das macht auch Sinn, denn das könnte die Grundlastkraftwerke entlasten, die wir aber weiterhin brauchen, denn Wind und Sonne gibt es nachts nicht und nachts brauchen wir auch Strom, Speicher sind nicht in Sicht. Also die vergessen immer, die zweite Parallelschiene zu organisieren, nämlich was passiert, wenn Wind und Sonne nicht funktionieren, wenn dort kein Strom geliefert wird, was machen wir dann nachts und am Wochenende und auch tagsüber, denn wir brauchen ja rund um die Uhr verlässlichen Strom. Was machen denn die anderen Parteien? Was versprechen sie ihnen morgen am Sonntag, den 15. Mai, wenn es um die Wahl zu dem Landtag in Nordrhein-Westfalen geht. Also, die CDU will 1 Million Bäume pflanzen. Gute Idee, das geht aber nicht übermorgen. Dann sollen Gewerbeflächen künftig flexibler ausgewiesen werden und so weiter. Die Grünen versprechen, die Altschulden zu lösen. Eine schlechte Idee, wie ich finde, denn auch das zahlt der Steuerzahler. Hier werden nur die Schulden verschoben vom Bund auf den Land und auf das Land und auf die Kommunen. Macht keinen Sinn, denn wenn die Altschulden getilgt sind, werden die Schulden sich wieder aufbauen, weil die Probleme nicht gelöst sind. Die Ursachen für die Verschuldung der Städte ist nicht gelöst. Ein großer Teil landet in den Sozialtöpfen und das ist das Problem und deswegen werden die Schulden, auch wenn man sie jetzt reduziert oder eben verkauft nach Berlin und dort auf den Schuldenberg drauftürmt, wird sich nichts ändern. Was macht die FDP? Sie werden endgültig die Straßenbaubeiträge abschaffen, die ja in der Diskussion war. Die CDU wollte das nicht, aber die FDP wird das durchsetzen, wenn sie denn in die Chance kommt, zu regieren. Dann sollen die Gewerbeflächen durch einen Flächenzertifikatehandel, also Konkurrenz zwischen den Kommunen, entsprechend neu gestaltet werden. Dann will die FDP einen verkaufsoffenen Sonntag den Menschen gönnen, um die Innenstädte zu beleben. Und die AfD möchte die Integrationsräte abschaffen. Das war es in Kürze. Aber Berlin schläft auch nicht. Auch Sie wissen, dass die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen die kleine Bundestagswahl ist. Und Sie haben ein Entlastungspaket beschlossen mit mehreren Milliarden Euro Schulden für die Steuerzahler. Denn wir zahlen es ja alle selber, meine Damen und Herren. Das zahlt nicht irgendwie eine Bank oder ein großzügiger Spender, sondern das zahlen wir alle selber. Alle, die Steuern zahlen, sind die Gelackmeierten, denn sie bezahlen das. Also es gibt für Hartz-IV-Bezieher, also SGB-II-Bezieher, 200 Euro mehr im Juli und das gilt auch für die, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen. Dann gibt es 20 Euro pro Kind für eine Familie, die sozial schwach ist. Dann gibt es 300 Euro für alle als Energiepauschale, auch so ein Tropfen auf den heißen Stein, denn das ist nur ein kleiner Teil der gesteigerten Energiekosten. Und es gibt einen Kinderbonus in Höhe von 100 Euro. Dann haben die Autofahrer auch noch so ein bisschen was bekommen, denn die Pendlerpauschale wird auf 38 Cent pro Kilometer erhöht. Das zu den Wahlen. Bitte, meine Damen und Herren, gehen Sie morgen wählen. Wenn Sie schon gewählt haben, ist das gut. Gehen Sie morgen, egal welche Parteien Sie wählen. Ich plädiere dafür, die Parteien zu wählen, die nicht vom Verfassungsschutz beobachtet werden. So, Finnland will in die NATO. Das wird sich jetzt in den nächsten Wochen oder in der nächsten Woche lösen, denn Finnland
Finnland wird einen Antrag stellen, um in die NATO einzutreten. Die Schweden hadern noch mit ihren Sozialdemokraten. Die Türkei kommt auf den Plan und will das unter Umständen ja als NATO-Mitglied bremsen oder unterbinden, weil sie sich von Schweden und Finnland hinters Licht geführt werden, weil angeblich die beiden Staaten die PKK unterstützen, die ja in eine feindliche Position hat zur türkischen Regierung und dort eben auch schon zu Unruhen und Bürgerkriegen geführt hat. Also, Moskau sieht sich wie immer bedroht. Die NATO bedroht niemanden, lieber Herr Putin, sondern wir schützen uns. Es ist ein reines Verteidigungsbündnis. Niemand käme auf die Idee, in der NATO ein Land zu überfallen, wie Putin das gemacht hat, und Leute umzubringen oder Städte und Kommunen und Infrastruktur zu zerstören. Also, NATO-Beitritt für Schweden und Finnland eine gute Sache. Das wird den Ostseeraum und die baltischen Staaten, die das auch schon sehr beglückwünschen, das haben sie besprochen auf dem letzten G7-Treffen der Außenminister, die in Schleswig-Holstein, das gestern zu Ende gegangen ist, aber heute Abend fortgeführt wird. Also gute Entscheidung der NATO. Die Ukraine dreht am Gashahn. Was ist das denn? Der Gastransit, der ja ein wichtiger ist für Europa, wird reduziert. Was das bedeutet, wissen wir nicht. Natürlich sagt die Bundesnetzagentur, überhaupt kein Problem. Wir haben jetzt Sommer, brauchen weniger Gas. Aber, meine Damen und Herren, wir rutschen auch in den Winter und die Speicher sind nicht voll. Die sollen zwar pro Tag um 0,5% steigen, aber das ist alles nicht sicher, ob das auch so bleibt. Wird das Gas jetzt schon knapp? Ja, natürlich ist das Gas knapp. Wir haben gesprochen mit dem Geschäftsführer der Essener Stadtwerke und der sagt, meine Damen und Herren, wir sind in einer völlig wackeligen Lage. Wir hoffen, dass die Gasspeicher bis Ende des Jahres so auf 80-90% gefüllt werden. Das hat ja auch eine Gesetzesvorlage entsprechend organisiert. Und das soll auch klappen, dass wir über den Winter kommen. Ist nicht sicher. Wir können nur wieder beten, dass wir einen warmen Winter bekommen. Und die klare Empfehlung ist, meine Damen und Herren, reduzieren Sie Ihren Wärme- und Gasverbrauch. Achten Sie darauf, dass Sie nicht warm Wasser laufen lassen, dass die Duschzeiten verkürzt werden. Und senken Sie die Raumtemperatur um 1 Grad ab. Das bringt schon eine Menge an Ersparnis und kann dazu führen, dass wir eben etwas gelassener in den nächsten Winter starten werden. Aber ich prophezeie Ihnen, meine Damen und Herren, die Energiefrage wird uns die nächsten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, betreffen. Die ganze Energiewende ist ein völliger Blödsinn, ein völliger Schlag ins Kontor, wie man jetzt sieht. Das haben alle nicht bedacht, welche Folgen ein Krieg, den Herr Putin losgetreten hat, für die ganze Welt. Denn wir sind ja in einem wirtschaftlichen Weltkrieg, noch nicht militärisch, aber wirtschaftlich schon mittendrin, durch den Ausfall auch von China mit seinen Lieferkettenrissen, die dazu führen, dass ganze Produktionsketten weltweit in Gefahr sind. Und das merkt man ja auch schon an den fehlenden Ersatzteilen und den vielen Dingen, die gar nicht mehr zu erhalten sind. Was macht das Heizöl, meine Damen und Herren? Die Preise für Heizöl kann ich Ihnen heute mitteilen. Für 501 bis 590 Liter bis 950 Liter Heizöl, die kosten 115 Euro bis 127 Euro, also eine deutliche Steigerung der Preise, die vor einem Jahr noch deutlich günstiger waren, aber das sind die aktuellen Preise. Ich sagte es bereits, die E.ON hat berechnet, wie viel Gas eingespart werden kann in den Haushalten. Wie gesagt, man kann 20% der privaten Gasheizung jetzt schon durch Wärmepumpen ablösen. Wärmepumpen heißt aber auch mehr Stromverbrauch, den wollen wir ja auch reduzieren durch Abschaltung der Kohlekraftwerke und auch der letzten drei Kernkraftwerke Ende des Jahres. Also mehr Strom, dafür eben weniger Gas. Also eine, nach meiner Auffassung, ein Nullsummenspiel, aber zumindest ist es ein Weg in die Zukunft. Und dann sollen natürlich auch PVA-Anlagen auf den Dächern die Stromversorgung stabilisieren. Alles richtig, trotzdem brauchen wir mehr Strom, als man sich das vorstellen kann. Natürlich gehen die Preise hoch. E.ON erhöht die Preise für Strom und Gas ab Juni. In welcher Form und wie viel Prozent ist es sicher? E.ON ist zurzeit noch ein günstiger Stromanbieter, besser als viele andere, die drastisch da auf die Preise erhöht haben. Dafür hat RWE seinen Jahresgewinn im Nettobereich verdoppelt im ersten Quartal. Sie haben 735 Millionen Euro als Gewinn zu verzeichnen, doppelt so viel wie vor einem Jahr. Die erneuerbaren Energien haben allerdings übrigens überwiegend im Ausland 30% dazu beigetragen. Und auch viel Wind in Q1 hat dazu beigetragen. So, das Getreide ist ja ein Hauptthema, auch ein Thema heute der G7
Minister, die besprechen, wie man die drohende Hungersnot in Afrika und anderen Ländern lindern kann, denn darum geht es. Putin setzt nicht nur Panzer ein, Artillerie, Flugzeuge, Raketen, sondern er hat erkannt, dass die Getreideproduktion, die ja von Russland und der Ukraine in einem großen Prozentsatz bedient wird weltweit, dass man das einsetzen kann als Waffe. Vielen Dank, Herr Putin, dass Sie Menschen hungern und sterben lassen, indem Sie ihnen das den Weizen verweigern. Die Grünen wollen jetzt das etwas korrigieren, indem man weniger Pflanzen im Tank sehen soll, also der Biosprit soll reduziert werden. Dafür sollen die Ausbauflächen und Landflächen oder landwirtschaftlichen Flächen für Weizen ausgebaut werden. Das ist natürlich ein Widerspruch, denn da wird das Klimaschutzziel, was immer das ist, entsprechend ja gefährdet. Ich sehe das anders. Wir brauchen zunächst mal Nahrung für uns alle und weniger Importe, und die Entscheidung ist richtig, und auch wenn der Biosprit darunter leidet, aber es gibt ja die Möglichkeit auch noch eben E-Fuels, also die neue Form der künstlichen Treibstoffe, die man erzeugen kann mit grüner Energie, aber nicht in Deutschland, sondern in windreichen Regionen wie zum Beispiel Südamerika. Auch die Bäckereien erhöhen die Preise, meine Damen und Herren. Das Brötchen kostet jetzt bei Döbbe 38% anstatt 36%. Das Kilo Butter kostet 8 Euro, meine Damen und Herren. Also 500 Gramm Butter kosten jetzt 4 Euro. Unglaublich, die Preissteigerung. Was machen die Menschen? Sie merken, dass sie weniger Geld haben. Sie sparen bei Möbel und Elektronik. Das wird erstmal weggeschoben in die Zukunft. Wichtiger ist jetzt eben den Lebenshalt, die Lebenshaltungskosten zu gestalten, also Energie und Lebensmittel und Miete zu finanzieren. Man müssen eben Möbel und Elektronik etwas zurückstecken. Die Bundesbank sagt, die Inflationsraten werden in 2022 in Schnitt bei 7% liegen. Ich denke, das wird höher sein. Bin gespannt, in welcher Form. 7% ist eine Katastrophe. Das halten die Menschen nicht aus sehr lange, denn die Gehälter hinken hinterher, auch wenn die Gewerkschaften das versuchen auszugleichen. Aber da gibt es die berühmte Lohnpreisspirale, die auch nicht dazu beiträgt, die Ruhe zu schaffen an der Front der Inflation. Die Unikliniken sind dabei, den Streik abzuwenden und wollen jetzt einen entsprechenden Tarifvertrag, Entlastung mit Verdi gestalten, was immer das bedeutet. Ich habe noch keine Ahnung, was drin steht, aber natürlich, morgen ist Wahl. Man möchte natürlich, wenn es geht, möglichst vor der Wahl, aber das wird nicht klappen, noch einen Vertrag zu bekommen. Ja, Evonik, unser großer Weltkonzern der Chemie mit Sitz in Essen, will 7000 Stellen wegrationalisieren. Sie planen Firmenverkäufe, aber auch Milliardeninvestitionen. Also sie wollen sicherlich mehr Zukunft gestalten und sich von alten Techniken entsprechend trennen. Das betrifft Marl, wo 1000 Stellen wegfallen durch Verkauf der sogenannten C4, das C4-Geschäft. Und da geht es auch um Plexiglas und Autozuliefer. Dinge, die die Autoindustrie braucht. Also Evonik will weg von bestimmten, nach ihrer Sicht, alten Technologien in die Zukunft. Kurz noch nach Essen, meine Damen und Herren, da sind wir gleich schon durch. Die Ruhrbahn will ihre Busse auf Wasserstoff umstellen. Eine Entscheidung, die natürlich unter den sogenannten Klimaschutzzielen richtig sein mag. Aber es ist irrsinnig teuer, meine Damen und Herren. Ein Bus kostet 700.000 Euro statt 280.000 Euro für einen supermodernen und weitgehend abgasgereinigten Dieselbus. Und dazu müssen aber noch Pipelines gebaut werden. Dann muss ein Betriebshof gefunden werden. Den gibt es nicht. Den muss man noch das Grundstück finden. Da hat das Land das ein Grundstück in Frohnhausen weggenommen. Und da wird das Polizeitrainingszentrum hinkommen. Also es gibt Millionen Euro Zuschüsse. Also insgesamt 4,8 Millionen für die Busse. Und das soll in den nächsten Jahren umgestellt werden. Ich bin gespannt, ob das klappt. Im Rathaus ist die Maskenpflicht endgültig ab Montag, den 16. Mai. Zu Ende. Die Stadt hat es ja etwas verlängert, trotz aufgehobenen Regeln im Infektionsschutzgesetz, und auch die Landesgesetze sind entsprechend angepasst worden. Die Maskenpflicht galt aber noch in Essen im Rathaus. Das ist vorbei. Dann noch die letzte Meldung in Essen, die schreckliche Planung eines 16-jährigen Jungen in Borbeck, Schüler des Don Bosco-Gymnasiums, der plante wohl eine Bombe in seinem Gymnasium zu platzieren, mit welchen Folgen auch immer, sicherlich mit schlimmstenfalls vielen Toten. Er kommt angeblich aus dem rechtsextremen Milieu und hat anti-islamische und antisemitische Papiere verfasst, die in der Wohnung gefunden worden sind. Der Junge ist mittlerweile verhaftet und sitzt in U-Haft. Ihm drohen 5 Jahre
Gefängnis. Bin gespannt, was daraus wird. Aber ich möchte gerne die Gründe wissen. Die wissen wir noch nicht. Eine Vorverurteilung ist nicht hilfreich. Es gilt auch in Deutschland immer noch jeder als unschuldig bis zum Beweis des Gegenteils. Meine Damen und Herren, das waren die Nachrichten der Woche. Ich hoffe, es hat Ihnen etwas Spaß gemacht. Wie gesagt, morgen ist Landtagswahl. Der Krieg geht unvermittelt weiter in der Ukraine. Putin setzt die Weizenwaffe ein und möchte die Menschen hungern lassen. Die Ruhrbahn bekommt Wasserstoffbus in den nächsten Jahren. Der 16-jährige Schüler vom Don Bosco-Gymnasium in Borbeck ist in U-Haft, weil ihm vorgeworfen wird, an der Planung eines Terroranschlages beteiligt gewesen zu sein, mit entsprechenden Waffen und Bauplänen für Bomben. Das war's. Wetter ist wunderbar. Es soll morgen 30 Grad werden. Ab Montag dann wieder Schauer und Gewitter. Aber genießen Sie das Wochenende. Und meine letzte Bitte: Gehen Sie bitte alle wählen. Es ist sehr, sehr wichtig für den Erhalt unserer Demokratie, den es in Russland und in vielen anderen Ländern nicht gibt. Das ist unser Riesenvorteil. Den müssen wir erhalten. Vielen Dank, alles Gute, tschüss.